2022 sind die Immobilienpreise um bis zu 50% gefallen. Was folgt denn nun in 2023? Ich bin Kolja Sass, ich bin Geschäftsführer der Bestens Beraten GmbH. Wir sind spezialisiert auf Immobilienfinanzierung. Die Immobilienpreise 2022, die haben wir prognostiziert in einem Video von einem halben Jahr. Da haben wir gesagt, es wird einen Preisverfall bis zum Ende des Jahres 2022 von bis zu 50% geben, und zwar bei einer speziellen Immobiliengattung. Nämlich bei Kapitalanlageimmobilien, die rein nur zur Vermietung genutzt werden können, also 4, 5, 6 Familienhäuser oder noch größere Einheiten. Die werden kaum noch verkauft, und wenn sie verkauft werden, dann nur mit sehr, sehr hohen Preisabschlägen. Und hier kann der ein oder andere Kapitalanleger sich mit bis zu 50% gegenüber den Höchstpreisen eindecken. Allerdings haben wir damals auch prognostiziert, dass die Immobilienpreise für Eigenheime eben kaum fallen werden und man nicht auf riesige Schnäppchen hoffen kann. Das bestätigt nun auch eine Studie eines unserer Kooperationspartner, der hier mal die Marktkaufpreise analysiert hat, die in dem Q1, 2 und 3 im Jahr 2022 gezahlt worden sind. Und da sieht man, der Preisrückgang ist auch schon zu sehen. Aber wenn ich mir mal angucke, wie viel die Immobilienpreise vorher gestiegen sind, dann ist das wirklich nur eine kleine Korrektur des Peaks. Also da sehen wir kaum einen Rückgang. Und deswegen ist unsere Prognose auch hier an der Stelle aufgegangen. Warum haben wir immer so treffsichere Prognosen an der Stelle? Wir haben die echten Kaufverträge, wir sehen die echten Kaufpreise. Nicht das, was im Exposé steht, nicht das, was einer in der Werbeanzeige drin hat oder das, was irgendwelche Journalisten oder Autoren sich irgendwo erfragen. Bei uns kommen hier jeden Tag die echten Kaufverträge an und wir sehen, was wird wirklich für welche Objekte bezahlt, weil wir ja auch alle Objektunterlagen bei der Finanzierung mitprüfen. Deswegen können wir hier natürlich ein bisschen mit mehr Einblick in die Sache angehen. Und wenn Sie auch diese Einblicke für sich nutzen möchten, abonnieren Sie gerne den Kanal, dann verpassen Sie keine interessanten Infos mehr. Zum Beispiel nicht die Prognose 2023. Wir gehen davon aus, dass wenn ein Immobilienmarkt sich so entwickelt hat bei einer Verzehnfachung des Zinssatzes im Bereich des Eigenheims, dass er nur ein minimal Preisnachlässe bei den Immobilienkaufpreisen ergeben hat, dass es ein sehr stabiler Markt ist und wir deswegen keine größeren Discounts mehr sehen werden. Bedeutet also, wenn man heute in die solide Investition Eigenheim gehen möchte, kann man das machen. Man braucht wahrscheinlich nicht zu warten, dass die Preise stark fallen. Sollten die Zinsen fallen, werden die Preise auch wieder anziehen. Sollten die Zinsen gleich bleiben, bleiben auch die Preise in dem Bereich, wie es jetzt ist. Wenn Sie also eine gute Immobilie finden, schlagen Sie da gerne zu. Bei den Kapitalanlageimmobilien ist es genauso. Die Dinge, die jetzt mit 50% Abschlag zu den absoluten Höchstpreisen, die vor anderthalb Jahren gezahlt worden sind, wenn man die jetzt bekommt, dann ist das auch eine gute Investition, denn langfristig lohnt sich Vermietung und Verpachtung, wenn man den richtigen Preis bezahlt, natürlich auch. Heißt also, es sind Kaufimmobilienkurse für an breiter Front zu sehen. Deswegen gehen wir davon aus, der Immobilienmarkt in 2023 wird stabil sein. Wir gehen auch davon aus, dass weitere Fördermittel kommen. Und wenn Sie die richtige Finanzierung für Ihr Vorhaben, ob ins Eigenheim oder in die Kapitalanlage, noch suchen, melden Sie sich jederzeit gerne bei uns.